Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Raft. Wir sind hier auf einer Insel, endlich mal seit langer Zeit haben wir eine Insel gefunden. Und ja, ich möchte natürlich auch tauchen gehen, es ist selbstverständlich dunkel geworden. Wie soll es auch anders sein? Meine private, persönliche Mission ist es hier endlich mal den großen Anker zu platzieren. Und ich möchte, glaube ich, noch eine Schönheitsveränderung am Floß machen. Ich möchte, glaube ich, muss mal schauen, ich möchte gerne hier unsere Anbaufläche noch ein Stück nach draußen machen. Mist, nicht erwischt. So, das ist mal mein Ziel. Optimalerweise schaffen wir es auch noch, dass wir vielleicht ein Ei kriegen von der Möwe, wo ich immer noch nicht recht weiß, wie zum Kuckuck das geht. Da scheiden sich die Geister, aber ich glaube, die Möwe braucht einfach genug zu futtern und genügend Ruhe. Ich glaube, dann geht das fast von allein oder so irgendwie. Das heißt, wir pflanzen hier wieder schön brav an. So. Dann hat sie genug zum Fressen, das Mistviech. Ich meine, diese Frohnatur. So. Ja. Und hier natürlich produzieren wir da gleich süßes Wasser. Aus dem salzigen Wasser machen wir süßes Wasser. Da geben wir 3 Tonnen Zucker dazu. Dann passt das schon. Genau. Ja, wir machen es auf Nestle-Art. So. Achso, die haben ja 10% weniger, ne? Dann sind es... Warte. Eine Tonne sind 1000 Kilo. Sind wir bei 990 ungefähr? 900? 990, glaube ich, ne? Das wäre 1%. 900 Kilo Kalorien. Ne? Also Kalorien, Kilo Zucker. So, jetzt habe ich es. Ich glaube, so irgendwie. So. Okay. Das zu dem. Gut. Jetzt, glaube ich, werde ich noch schnell baden. Schlafen gehen. Ich bin total verwirrt. Ruhig, Zocki, ruhig, alles gut. So, also schlafen, bis es Tag ist. So, Säg und Schnach. Und das muss ich noch ausbessern. Ich habe nicht gedacht, dass auch oberhalb der Boden angemalt wird. Da habe ich was falsch gemacht. Wird da außen habe ich auch noch nie geschaut, ob da außen die Wand auch violett ist. Freilich. Wenn, dann alles. Ich dachte nämlich, das könnte man separat färben, was irgendwie schöner wäre. Schau, sie ist einmal da oben. Wo wir extra für sie eine Futterbox hinplatziert haben. Wow. Habe ich jetzt noch ein... Ja, Haifischköder habe ich. Alles klärchen. Warte. Können wir auch gleich wieder unser Metallchen schmelzen. So, unser. Mit Planken. Und du brauchst auch eine? Nein. Und können wir sofortigst den Hammer zücken. Und, warte. Und sofort wieder eine... ein Fundament, Rüstung erbauen da. Warte, die muss ich auslassen. Hier einmal. Jetzt fehlen mir schon wieder Nägel. Das ist ja unerhört, sowas. Nägel. Hammer, Schrott dabei. Niemals nicht. Ja, schau. Aber direkt drauf zugeschwommen, ne? Aber das mit der... also wenn es einmal diese Metallummantelung hat, scheint der Hai das nicht mehr so recht zu mögen. Es ist halt die Frage, wenn alle Flächen damit belegt sind, ob er uns komplett in Ruhe lässt oder ob er dann auch die quasi die gepanzerten Flächen angeht. Ach ja, Planke. Die Planke. Da müssen wir normal noch irgendwo welche haben, glaube ich. Warte kurz. Ich will nur kurz was lagern, wenn ich schon da bin. So. Das wollte ich behalten. Da haben wir ein Steinchen. Ja, ich glaube, okay. Warte mal, das passt einmal. Weil, ups, ich wollte Platz machen gleich für... Da haben wir alles 20, ne? Ja. Für unsere Taucher-Expedition da unten. Hey, schau, ein Metallchen haben wir noch. Das passt perfekt. Dann haben wir da auch wieder mehr Platz. So, her mit den Nägeln. So, jetzt können wir schon weiterbauen. Mit unserem Fundament. Ich möchte sowieso alle Flächen dann eines Tages... voll machen mit dem Fundament. Das ist mein großes Ziel. Ich habe keinen Schrott mehr. Es ist unglaublich.
Wie kann es sowas geben? Keine Planken, nix. Jetzt möchte ich glatt mal rauf. Oh, ich bin schon wieder hungrig, ne? Das ist ja logisch. Ist ja logisch. Aber es passt ja, wenn wir raufgehen. Gehen wir gleich zur Küche. Und scheinbar wollte ich noch anmerken, die Möbel scheint es nicht zu mögen, wenn über ihren Nistplatz quasi, wenn über ihrem Nistplatz anscheinend eine Decke ist oder so. Also ein Boden, also das hier, ne? Egal wie hoch, das scheint die nicht zu mögen. So, dann futtern wir mal, ne? Bevor man den Hunger dort sterben. Mahlzeit. Nom nom nom. Nom nom nom. Nom nom nom. So, den nächsten haben wir gleich auf den Grill. So, bitteschön. Dann hier Fisch, ne? Ich würde gerne mal so ein Fischsüppchen kochen, aber ich habe die passenden Fische noch nicht. Da müsste ich tauchen gehen, angeln gehen. Ich merke gerade, ich brauche eine Sauerstoffflasche und die Flossen sind auch weg. Du liebe Zeit, das fängt ja schon wieder gut an hier, ne? Voll professionell, da kann man nichts sagen. Ja. Gemüse hätte ich noch ein bisschen. Dann könnte man da mal eine Gemüsesuppe kochen, ne? Die kann schön braten und hier vor sich hin brodeln. Na nü. Habe ich da was drinnen? Das ist der Deckel zu. Ist da vielleicht was kaputt gegangen? Achso, weil ich keine Planken habe, ne? Kann nichts gehen. Tada! Wahnsinn! Ich habe keine Planken, da kann nichts gehen. Okay. Dann müsste ich mal hier das Holz zerhacken. Aber das werden wir, glaube ich, in der Nacht machen. Das ist, glaube ich, ich muss mich da ein bisschen einteilen, wie wir was anstellen hier. Ich glaube, hier an dem Punkt ist er am weitesten weg, der Hai, ne? Platsch. So. Dann haben wir maximale Ruhe, hoffentlich. So. Das ist nur die Frage, wann der Saukerl anbeißt. Platsch. Das soll uns jetzt nicht stören. Ein bisschen Sauerstoff haben wir noch. Zwar keine Schwimmflösschen mehr, aber ich hoffe, dass der Hai trotzdem uns in Ruhe lässt. Das wäre ganz famos. Hier sehe ich ein bisschen Sand. Au, von wegen, er lässt uns in Ruhe. Da war ich wohl etwas zu voreilig. Jetzt dachte ich, da wäre ein Erz. Wenn er mich jetzt nochmal beißt, muss ich weg. Ah, Sauerstoff geht eh schon zur Neige, ich muss schon weg. Ja, die Schwimmflossen merkt man stark, ne? Dass man da sehr, man ist da sehr viel langsamer. Die muss ich gleich nachbauen. Was habe ich dafür gebraucht? Klipper, glaube ich, einen Haufen, ne? Seetang, Klipper. Ach du Heilige. Das kriege ich, glaube ich, gar nicht zusammen. Da müsste ich hier noch Seetang kriegen. Damit das klappt. Nehmen wir mal den Ton und den Sand mit. Au! Okay, ich gehe mal aus dem Wasser raus. Dieses Haifischviech ist ja unglaublich. Da. Blödes Mistviech. Wo bist denn? Geh den Haifischköder an, Mistviech. Ja, winke, winke. Dapsel, dapsel. Hallo. Du Heidreck. Ich trinke mal was. Prost. Das Viech, ne? Darf ich bitte noch arbeiten, bis es Abend wird? Oder dass du mich da tötest? Da drüben ist er zumindest schon mal. Die Richtung passt. Vielleicht habe ich jetzt mal ein bisschen Glück. Ich muss ja auch den Schrott zusammensammeln. Weil ich hätte nie gedacht, dass mir da mal der Schrott ausgehen wird. Das ist echt absolut unglaublich. So. Metall. Und Seetang. Und noch mehr Metall. Das. Ui, ich muss auftauchen kurz. Bevor ich mich hier weiter umschaue. Das mit den Flossen ist gerade ärgerlich. Ah, hier ist ein bisschen Seetang. Das passt genau. Warte, oh.
Ja, war klar, ne, dass er jetzt kommt, ne? Wo ist denn mein Speer? Ja, das war natürlich 20 Mal zu spät. Wie geht denn das? Warum geht dieses Mistviech? Kommt schon wieder, ne? Ja, klar, ne? Ja, ich gehe mal aus dem Wasser raus. Der bringt mich sonst noch um. Das ist ja unglaublich, ey. Ich habe hier extra einen Haiköder um mich geschmissen. Da, glaube ich. Wo ist denn der? Ist das jetzt schon verbraucht, oder? Habe ich das gefailt? Der kann ja gar nicht verbraucht sein. Unfassbar, ey. So. Aha, die Sauerstoffflasche ist eh schon kaputt, so gut wie. Ich habe natürlich jetzt keinen Seetang gefischt. 8 und 10, obwohl ich habe genug. Ich habe genug. Mehr als genug. Da machen wir gleich mal die Flosse. Kunststoff und Seil. Das ist unser geringstes Problem. Seile haben wir hier. Kunststoff haben wir da drüben. Ich soll das echt mal vernünftiger machen. So, also einmal die Flossen. Die können wir sofort ausrüsten. Und jetzt die Sauerstoffflasche. Die braucht eine leere Flasche. Die können wir einmal herstellen. Jetzt fehlt uns natürlich Glipper. Der Glipper fehlt. Okay, das heißt, wir kriegen wieder keine Luft. Das ist schlecht. Aber das werde ich mal hier verstauen. Wieder. So und so. Ein bisschen Seetang habe ich ja noch gesehen. Das müsste sich ausgehen. Ich kann jetzt nicht mehr so tief tauchen. Das ist natürlich schlecht. Und wenn es Nacht wird, muss ich jetzt unbedingt mal unsere Bäume fällen. Ich werde jetzt nochmal den nächsten Haiköder probieren. Oder habe ich den da hinten? Da hinten habe ich ihn hingeschmissen, ne? Da, ist das zu weit weg? Ich glaube, das ist zu weit weg, ne? Das könnte das Problem sein. Dann muss ich ihn hier hinschmeißen. Dapsel, dapsel, dapsel. So. Servus, du Hai. Ich rüste gleich mal meinen Speer aus. Das wäre auch nicht schlecht, so ein Metallspeerchen mal zu bauen. Da ist er. Ja, war klar. Das war so richtig gezielt, ne? Du könntest aber auch die Güte haben zu sterben. Verdammt, der ist nicht gestorben. Weil, dann würde es uns auch gleich besser gehen. Zum Reparieren fehlt mir Planke. Bin noch nicht so richtig genesen. Ich trinke nochmal einen Schluck. Ah, das ist übel. Halt! Noch ein Angriff? Der ist hungrig. Ha? Ach so, der hat einen Haifisch-Dings. Okay, ich bin weg. Heureka! Der hat schon gedacht, der greift nochmal das Schiff an. What the fuck? So, Seetang, wo war der? Irgendwo hatte ich gesehen, da unten, glaube ich, ne? Da habe ich noch nicht geerntet, oder? Bitte, bitte sag. Ja. Ja. Da habe ich nicht geerntet. 4 Stück. Super. Die Tasse brauche ich nicht. Stattdessen das hier. Weil den Ton, den nehmen wir mit. So, einmal Dönchen, zweimal Dönchen, einmal Schrott. So, und auftauchen, weil wir haben keinen Sauerstoff. Die Flosse zwar, aber nichts Sauerstoff. Puh, das war knapp. So, schnell wieder runter. Vielleicht kriege ich hier noch ein bisschen Seetang zusammen, aber ich glaube, da waren wir schon, ne? Da waren wir ja schon fleißig. So, jetzt wäre es mal schön. Da. Ich glaube, das ist aber nur Kupfer, ne? Ja. Aber besser als nichts. Tun wir nicht zempern. Da haben wir auch noch was. Das könnte Metall sein. Oh Gott, das wird knapp. Oh Gott, das wird knapp. Schnell hoch. Ganz, ganz schnell. Oh Gott, das wird knapp. Das wird sehr knapp. Boah. Gluck, 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 ja. Ist der Hai noch beschäftigt? Na? Buh, aufpassen. Mal raus hier. Ist schon Nacht? Na, noch ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. So. Dann probieren wir mal unser Glück. Hier wäre noch Sand und Ton. Au. Einen halte ich, glaube ich, noch aus. Dann muss ich dringend weg. So, ich glaube, ich schwimme jetzt schon mal weg. Hup. So. Dann gehen wir Bäume schlachten. Bevor wir hier verrecken, ne? Sicher, sicher, gehen wir Bäumchen schlachten. So. Palmsamen haben wir schon dabei. Das ist sehr gut. Was ist da? Kokosnuss. Aha. Zack.
Sehr gut. Ich versuche mal die Axt zu verbrauchen, ganz schnell. Passt. Und hier nochmal. Dann habe ich ein bisschen Platz. Okay. Dann kann ich die Kokosnüsschen einsammeln. So, so. Die mal essen. Dasselbe machen wir bei der Mango. Aha. Ja, warte, den Mangosamen. Den pflanzen wir gleich ein. So. Noch ein Mangosamen. Okay. Na, ich hätte gern die Palme, bitte. Die Palme mit P. Das ist nicht schwierig, ich gehe so langsam. Ich glaube, das war eine Täuschung. Wo ist denn der Baumsamen? Da ist er ja, der Baumsamen. So. Ich wollte eigentlich nur ein Stück haben. Nicht sechser, eins reicht. Danke. Barababam, da ist nichts. Nein. Gut. Blanken, genau. Jetzt kann ich den Schmelzvorgang wieder starten. Das Viech ist wieder da, ne? Das ist die Frage. Ah ja, da geht's. Kann ich ihn jetzt trotzdem bis... Ich kann ihn verletzen, tatsächlich. Der hat jetzt aber gerade, glaube ich, unseren Haiköder, ne? Mistviech. Oh, eine Planke. Die habe ich übersehen. So, was wollte ich jetzt machen? Ach ja, Baumschlachten weiter. Beziehungsweise anpflanzen. So. Also zuerst muss ich Baum schlachten. Das heißt, ich brauche doch jetzt die Axt, die mache ich glaube ich nicht. Da ist mir noch das Metall zu wertvoll. Ich möchte noch den Anker aufstellen unbedingt. Blanken 6 eigentlich. Was habe ich nicht? Ah ja, Blanken. So, ich gieße die jetzt mal. So, geht nichts? Ach so, leer. So, aber jetzt, warte. Schluck, schluck, schluck. So, jetzt. Ja, ja. Das stimmt, da können wir auch schon mal ernten. Also, habe ich Platz? Sicher habe ich Platz. Dann kann ich gleich nochmal anpflanzen und gießen. So, nochmal gießen. So, geht schon. Sammeln. Danke. Da... Ja, ist schon wieder da. Es ist hier unglaublich. Wo? Da. Ist jetzt tot? Also wenn, dann habe ich das Item verloren. Zum Essen. Na, da schwimmt er noch. Er schwimmt noch. Ist ja hart im Nehmen, der Kerl. So, dann nochmal gießen. So, dann haben wir hier noch was. So. So, und jetzt können wir da mal... Dann können wir hier mal die Tassen... Die Taste arbeiten lassen. Einmal. Zack. Eigentlich hätte ich eine zweite Flasche. Ich tue mich jetzt gerade blöd anstellen, ne? Habe ich jetzt nicht eine zweite Flasche? Also die habe ich hier weggetan. Ich lausche gerade. Na, der Hai hat das. Na, der schwimmt da drüben. Der schwimmt da drüben. Diese Kanaille. Schön. Ah, das. Wenn es da so einen Wellengang gibt, ne? Denke ich immer, ne? Jetzt ist soweit schon wieder. Oi. Hi, Fisch, Fleisch. Fischfleisch. Was schmeiße ich weg? Das. Da. Danke. Hey, jetzt haben wir Ruhe. Geil. Jetzt haben wir Ruhe. Haha. Nice, nice. So. Glipper. Blanken. Habe ich jetzt aber keine. Wird hoffentlich schon klappen. So, perfekt. Dann müssen wir arbeiten jetzt. So, Blanche, Blanche. Es ist dunkel. Ich weiß, ist jetzt nichts viel. Bis gar nichts. Aber ich muss das jetzt ausnutzen. Ich hoffe, ich sehe da selber nicht so viel. Das sind jetzt normale Steinchen, ne? Ein bisschen den Sauerstoff im Auge behalten.
Ja, einmal auftauchen, dann können wir uns die Stelle gleich merken und nochmal herumschwimmen. Ich weiß, so tief, so ganz, also so wunderbar tief komme ich jetzt nicht, weil mir die Sauerstoffflasche fehlt. Aber ich hoffe, wenn ich noch ein bisschen Seetang finde, dass wir vielleicht eventuell uns noch schnell eine bauen können. Dann können wir am Tag zumindest nochmal die Felswände absuchen, auch wenn es den Haifisch wieder gibt. Dann müsste ich halt wieder für den Fisch, für den Haifisch Köder bauen. Ich glaube, die habe ich jetzt nicht mehr. Die sind jetzt, glaube ich, alle weg. So, wieder Luft holen. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich. So, dafür haben wir vom Fischi, vom Haifisch ein bisschen Ruhe. So. Da haben wir gleich auch wieder Sand, ne? Ja. Ah, da sehe ich was. Schau, es rentiert sich schon. Ich glaube, es ist sogar Metall, wenn wir Glück haben. Jawohl, ja. Sehr, sehr gut. Rentiert sich sogar schon. Da hätten wir auch noch was. Aber jetzt muss ich kurz auftauchen. Die Luft, da drüben wäre Seetang. Muss ich auch schnell holen dann. Ah, es wird hell. Gott sei Dank, es wird hell. So. Schnell runter. Da war jetzt irgendwo hier. Genau. Zack. Zwei, drei. Viermal. Da drüben sind auch noch welche. Eins, zwei, dreimal. Es hat seine Vorteile in der Nacht, das zu machen. Dann leuchten die Items so schön. La 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 la. Wieder auftauchen. So, wieder Luft schnappen. Hungrig wären wir auch schon wieder. Da haben wir ein bisschen Sand. Da. Der Hunger kommt, der Hunger kommt, la la la. Da hätten wir Schrott. Jetzt muss ich mittlerweile schon Schrott sammeln, Alter. Schwede, also das hätte ich nie gedacht. Aber ist auch irgendwie klar, ne? Ah, ich glaube, jetzt kommt oder der Hai, ne? Irgendwas höre ich. Oder ich bilde es mir wieder ein. Das könnte auch sein. Ich gehe mal raus aus dem Wasser. Mal gucken, ob schon eine Haifischflosse sichtbar ist. Schaut nicht aus, ne? Hätte ich noch ein bisschen Zeit. Ich versuche mein Glück. Vielleicht finden wir sogar noch ein bisschen Erzelle an. Das wäre ja. Ja! In der Tat. Sogar drei Stück. Oh, hungrig sind wir auch. Aha, Ding ist auch kaputt. Schön. 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 Hervorragend. Schade. Ruck. So, raus hier. So, dann gehen wir mal unser Süppchen essen, ne? Ach, warte. Bevor wir das machen. Duck, duck. So, können wir gleich. Zack, zack. Mit Planken. Eine hätte ich noch gehabt. Ich hoffe, das reicht. So. Dann schauen wir mal Süppchen. So. Normalerweise. Ich habe keine. Doch. Achso, das muss jetzt fertig kochen. Okay. Dann, hier haben wir auch nichts mehr. Ich hätte jetzt eine Planke aufsparen sollen. Das habe ich super gemacht. So, einmal Gemüse und weiter kochen, bitte. Danke. Dann schauen wir gleich mal. Nom, 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 nom. Mahlzeit. So, lecker Gemüsesüppchen. Es gibt nichts Besseres in der Früh. Ein Kompott können wir auch wieder mal kochen, fällt mir gerade ein. Ich muss sowieso schauen, dass ich hier die Kiste dann mal hinbekomme mit unseren Lebensmitteln. Das wäre, glaube ich. Haifisch? Haifisch! Du Fiesling! Stirb! Er ist schon wieder da, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, aber der Haifischköder, der hält was aus, meine Herren. Der hält was aus. Ist der schon kaputt? Der ist schon kaputt, ja. In der Tat. Der ist kaputt. Sehr schön, dass mein Clipper haut super hin. Haben wir jetzt schon genug? Ich glaube, muss mal glubschen, ob ich 5 habe. Habe ich hier noch was drinnen? Ich glaube, da müsste noch einer sein. Ja! Haben wir. Ich glaube, mehr als 5 brauchte ich nicht. Den nehme ich auch mal mit. Was brauchte ich jetzt? Glubsch, glubsch. Für die da. Die leere Flasche haben wir auch. Nice. Super. Ah, das ist gleich besser. Viel besser.
Gut, ich werde das Kupfer wieder auf die Seite legen. Achso, Sand und Ton muss ich auch auf die Seite legen. Weil für die Schüsselchen braucht man nur reinen Ton. So. Palmsamen habe ich noch. Ich habe vergessen, die Axt zu bauen. Ich gescheite Frau. Weil ich keine Planken habe. Genau, da war ja was. Genau. Genau. So. Ah ja, den Haken wollte ich auch bauen. Da fällt mir wieder eine Planke. Ich glaube, jetzt habe ich ein Plankenproblem. Ich glaube, ich kriege gleich ein sehr großes Plankenproblem. Zack. Na, triffst nichts? Jetzt haben wir draußen. Ich will kurz darüber schwimmen und mir die drei Planken holen nach Möglichkeit. Au. Oder eine. Habe ich jetzt zwei? Eine. So. So. Und du auch. So. Das reicht jetzt zwar nicht einmal. Ui. Ansatzweise. Au. Scheiße an. Nicht einmal ansatzweise für ein Dingsbums, aber ich kann jetzt hier wenigstens den Plastikhaken noch herstellen. So. Jo. Für die Axt reicht's nicht. Ne? Da brauche ich mehr. Brauche ich noch vier Planken. Ich glaube nicht, dass ich hier Glück habe. Schade ist auch, dass der Wellengang hier, ne, nicht uns Sachen herspülen kann. Na, da ganz oben bin ich nicht dran gekommen, ne, an dieser Palme. Und was gehortet habe ich ja nicht mehr, ne? Da habe ich ja alles. Doch, sicher habe ich was gehortet. Ich bin dumm. So. Ist ja klar. Ist wieder klar. Bitte, bitte vergesst, was ich gesagt habe. Alles klar. Ich brauche es ja gar nicht schlachten, den armen Baum. Du bist ein Schwörer. Mehr. Zack. Auf die Fresse, du Mistviech. So. Ich hab eh genug, ich bin nur dumm. Meine Güte. So. Und gleich weiter Klipper machen, würde ich sagen. So. Oben das Essen gleich, ne? Da die Planken noch hin. So, zack. So. Rein damit die Planken. Da kriegst auch noch, kannst brutzeln. Meine Güte ist. Ohne Kommentare. Ah, warte, ich könnte gleich die nächste Gemirsuppe machen. Die nächste Gemirsuppe halt. So, ich wollte nur. So, damit ich Platz habe, verstehst? So. Und zack. Und zack. Und Mahlzeit. Sehr gut. Und was trinken auch noch? Den Wels könnte man eigentlich auch essen. Da könnte ich noch einen neuen drauf. Ah, na, dann nehmen wir die Haifischgeschichte hier. Und ein bisschen Gemüse dazu. So, ja, ja, das passt gut. Das ist dann so ähnlich fast wie dieses, wie heißt das, Kistenfleisch oder so, ne? Boah, das ist was Geiles. Normal gehört hier noch ein ganzer, also zwei halbe Krautköpfe dazu. Und Kartoffeln haben wir eh da. Und Karotten und solche Sachen. Boah. Ich höre ihn schon wieder. Ich bin falsch, glaube ich. Boah. Da ist er. Zack. Na? Ich erwische nicht. Lol. So, jetzt haben wir ihn erwischt. Passt. Tauchstation, ne? Ich hätte ihn jetzt nicht stechen dürfen, glaube ich, den Hai. Ich muss hier warten, bis er nochmal anbeißt. Sonst beißt er mich an. Ich meine, wir hätten eher ein bisschen einen Schutz. Noch Leben, meine ich, ne? Also. Ich probiere es mal. Mehr als zwicken kann uns eh nicht. Und später umbringen. Da, schau mal. Da haben wir ja was. Schöne Sachen. So. Zweimal. Kupfer haben wir auch. Sehr gut. Ah, das ist gleich viel angenehmer, wenn man jetzt so einen hohen Sauerstoffverbrauch hat. Hier ist das Moment. Wo kommen die Kisten her? Gemüsesuppe, die haben wir schon, das Rezept. Au! Ja, ja, war klar. Gemüsesuppen haben wir zwar schon, das Rezept, aber cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es hier auch Kisten gibt. Ich habe keinen Platz mehr für Sand. Das ist ganz hervorragend. Für Schrott. Au! Ja, ich tauche auf. Sonst bin ich tot. Da. Na, würdest du bitte? Jawohl, danke. So.
Die Steinaxt herstellen nicht, aber das werde ich bald mal brauchen. Bin so doof, ey. Ich habe total übersehen, dass ich eh noch mehr als genug Planken habe. Ja, ja. Wie viel habe ich jetzt? 5 und 5. Das werde ich mal sparen. Ich glaube, der Haifisch hat schon wieder was in der Reisen. Das werden wir sparen. Dann haben wir einen Haufen Metall, Metall, Metall. Das werde ich auch mal sparen. Den Ton werden wir sparen. Der Sand ist jetzt natürlich nicht mit dabei, weil ich schlau bin. Aber wir haben eher ein bisschen Sand, das ist wurscht. So. Auf jeden Fall, Metallbahnen sind jetzt sowieso wichtiger. Passt. Und ich kann noch was bauen. Hm, wo ist denn das hier? So, nicht verbauen. Das muss jetzt hier rein. Dann müssen wir das hier zerstören. Habe ich den Anker schon mit? Nein. Den habe ich normalerweise hier irgendwo. Bist du hier drin? Da. Das ist ein Riesen-Oschi, was man schon so gesehen hat. So. Und jetzt müssten wir ihn... Warte. So. Da so draufstellen können. Und deshalb wollte ich das alles mit einem Fundament haben. Yay! Weil, damit, wenn der Haifisch hier was anbeißt, hier, ne? Dass dann nicht der ganze Anker verschwindet, weil der war echt teuer in der Herstellung. Und jetzt können wir den halt Anker werfen. Der verschwindet auch nicht mehr. Jetzt ist quasi der hier überflüssig. Ja, das war... Kann ich ihn mit der Hacke auch schlagen? Na, das geht natürlich nicht. Ich wollte es mal probieren. So, das wollte ich sagen. Was wollte ich sagen? Genau, der ist jetzt überflüssig. Jetzt haben wir den schönen hier. Und da vorne werde ich dann noch eine Reihe bauen. Und hinten bei unserem Garten, den möchte ich auch noch vergrößern ein bisschen. Ja, wenn möglich. So. Das zudem. Der Durst geht einigermaßen. Können wir noch einen Schluckel nehmen. Und ich fürchte, die Angel ist ja auch schon kaputt. Ja, da fehlt natürlich eine Planke. Das macht aber gar nichts. Wir haben eh welche auf Reserve, nur ich übersehe das so gern. Falsche Kiste. Da. So, also einmal eine Angelrute, weil ich muss wieder einen Haifischköder basteln, weil ich glaube, der ist da weg. Da. So, das decken wir da bitte. Ja. Das Metall, das tausche ich mal. Das machen wir so, glaube ich. Ja, also fischen. So. Für Haifisch. Ui, der Haifischköder, wollte ich sagen. Und ui, ich sehe gerade auf die Zeit, die hat, der Part ist zu Ende. Na gut, dann würde ich sagen, wir beenden den hier. Und ich fische inzwischen brav. Also den Speer habe ich vergessen, basteln. Den muss ich noch machen. Dann mache ich noch ganz schnell, bevor der Hai nochmal auf die Idee kommt. Bup, da ist das Seil zu wenig Seil. Dass ich das nochmal erleben darf. So. Jetzt ist genug, oder? Sind wir jetzt glücklich? So und so. Was haben wir hier gefischt? Eine Makrele. Jo, also ich wollte den Part beenden und den nächsten beginne ich dann schon, wenn ich die Fischchen habe für den Haifischköder, weil das dauert für euch, glaube ich, sonst zu lange, oder? Wolltest du das immer alles sehen? Keine Ahnung. Ist schon ein bisschen langweilig, oder? Auf jeden Fall, ich mache mal den nächsten Haifischköder und dann schauen wir, dass wir noch das restliche Erz zusammenkratzen. Jo. So mal meinen Vorschlag. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!